So, heute beschließen wir nun unsere kleine Black Widow-Reihe zum verschobenen Film. Und das ist der letzte Band, den ich euch vorstellen möchte. Und zwar Black Widow im Netz von Black Widow. Das darf man auch sehr wörtlich nehmen. Wir haben ja in den anderen Bänden, sofern wir sie schon gelesen haben, die ich euch diese Woche vorgestellt habe, festgestellt, dass sie am Aufbau ihres eigenen kleinen Spionagenetzes ist. Und genau um dieses Netz geht es hier auch. In diesem Netz verfangen sich nämlich ein paar weitere Spioninnen. Und das sind alles Black Widows. Ja, das ist schon wieder so eine vertrackte Geschichte, wo man nicht genau weiß, wer ist jetzt die echte Black Widow. Es sind ganz viele Überraschungen drin und es treten ganz viele Avengers auf. Und deswegen erfahren wir auch sehr viel über die Beziehung von Natascha Romanoff zu ihren Avengers-Kollegen, aber natürlich auch wieder ein Blick in ihre Vergangenheit, in den Red Room und ein Blick auf diese Klonsache, von der ich beim letzten Mal berichtet habe. Wir wissen ja nun, dass sie ein Klon ist und sie ist nicht der einzige Klon. Und sie hat aber eigentlich alle anderen Klone getötet, deswegen können diese Black Widows, die da auftauchen, eigentlich nicht Klone sein. Und das führt dann auch zu der einen oder anderen philosophischen Betrachtung da drin. Ist ein sehr, sehr, sehr spannend und sehr verwirrender Spionageroman mit sehr viel Avengers drin und einem sehr interessanten Twist in der Mitte und nochmal einem überraschenden, vielleicht nicht ganz so überraschenden Ende hinten, aber macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Allerdings ist es bei dem Band so, dass wir, anders als bei den anderen Sachen, die ich euch in dieser Woche vorgestellt habe, da brauchen wir ein bisschen Vorwissen aus dem, vor allem aus dieser Klongeschichte eben. Also wir müssen so ein bisschen die letzten Marvel-Serien verfolgt haben, wir müssen auch ein bisschen verfolgt haben, was da alles so ging in der letzten Zeit. Von daher ist das nicht so ganz einfach zu lesen, wenn man nicht voll in dieser Marvel-Materie drin ist. Wenn man wiederum drin ist, dann weiß man auch genau, wo man es zu verorten hat und dann macht das auch richtig viel Spaß. Geschrieben hat es Jodie Hauser, die in Augenblick ja sehr, sehr, sehr viele tolle Sachen schreibt. Unter anderem ist sie ja auch bei Doctor Who dabei und noch bei anderen Sachen. Sie ist eine richtig gute Autorin und mittlerweile so eine Top-Autorin, die auf ganz vielen Reihen sitzt und bei ihr kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass es sehr spannend wird. Gezeichnet hat das Ganze Stephen Mooney und Stephen Mooney, den wiederum, den kennen wir auch schon aus verschiedenen Sachen. Jetzt ist es so, seine Zeichnungen, die sind jetzt nicht ganz hundertprozentig mein Ding, aber es gibt viele Stephen Mooney-Fans und ich glaube, denen wird dieser Band auch so richtig von den Zeichnungen her gefallen. Ich habe da so, ja, hin und wieder so ein bisschen meine Problemchen damit gehabt, aber dafür hatte ich sehr viel Spaß an der Geschichte und wie gesagt, ich kenne mich ja nun auch so ein bisschen in dieser ganzen Marvel-Historie aus, deswegen konnte ich auch mit diesen Klonsachen ganz gut was anfangen. Trotzdem ist es bei diesem Band so, dass ich sagen würde, während ich bei den anderen Black Widow Comics, die ich vorgestellt habe in unserer kleinen Reihe, würde ich bei allen sagen, könnt ihr hinlangen, auch wenn ihr kein Vorwissen habt. Bei dem hier solltet ihr tatsächlich Marvel-Fan sein, um verfolgen zu können, was da richtig drin abgeht. Ansonsten aber natürlich auch eine klare Leseempfehlung.